Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Hier spielen wir wieder Sword Art Online. Ich hock mich mal richtig hin. So. Falls ihr jetzt überlegt, wie ich am Anfang, wieso streame ich jetzt, ist mir dann erst später eingefallen. Ich zeig's euch gleich. Ich habe das nämlich gedacht, wir haben jetzt die Demo durch. Hier kann ich Twitch zumachen, das läuft ja. Ich habe die Demo ja durch und alles. Abgesehen von den Nebenmissionen habe ich ja nichts mehr zu tun eigentlich. Und die Nebenmission will ich nicht unbedingt machen. Wir haben eben noch eine Main-Mission, die wir noch nicht angeguckt haben. Und wir haben noch zwei Gebiete, die wir noch nicht angeguckt haben. Hier oben. Und wenn wir das alles gemacht haben und ich habe noch... Nach einer Stunde wäre ich soweit, dann... Ich gehe mal zuerst in den Turm da oben. Dann würde ich noch Nebenmissionen machen. Aber ich will jetzt zuerst mal die Main-Story durchhaben, komplett. Ich habe jetzt Sanctum angefangen zu rendern, ich habe Dead Space hochgeladen, alles. Und Sword Art Online ist bereit, aber noch nicht rausgehauen. Also ich muss noch die Folgen rausladen, wie ich sie will. Hier war das Getränk weg. Ich nehme es noch unten, wie immer. Dann stehen sie nicht so blöden Weg rum. Was ich ändern muss, ich habe mich jetzt entschieden, ich habe das nochmal angeguckt. Ich spiele Dual. Kommt besser. Ich habe hier einige. Ich weiß noch nicht, ob sich der hier zum Beispiel lohnt. Ich senke meine Crit, dafür wird alles andere erhöht. Der dürfte gar nicht hier sein. Das ist immer so nervig. Und was machst du? Ah ja, das ist je nachdem noch gut. Aber ich müsste eigentlich alle vier Angriffe drin haben, die ich frei habe bis jetzt. Wenn ich meine Skills angucke, ich habe 213 Skills. Ich muss aber das Dual Blade halt noch trainieren, weil wir sind noch nicht ganz so weit. Wir sind also 335, ich brauche 400, 400, 450, 500 und 600. Auch mein Duell-Skill-Palette habe ich jetzt umgebaut auf Dual. Hab's mal getestet, nicht im Duell, sondern einfach normal auf dem Board. Und es ist einfach viel mehr DPS-abhängig und ich kann viel aggressiver spielen, viel schneller. Ich denke, momentan werde ich also Dual spielen. Ich kann viel schneller reinhauen. Und auch mit diesem hohen Level komme ich viel schneller. Dann habe ich Level 66 erreicht, ich habe mega viel trainiert, ich zeige das auch nochmal kurz, doch hier kann man es gut zeigen. Skillschwert ist normal, alle sind auf 350 Minimum, außer jetzt hier unten noch, weil ich mit dem jetzt gerade, ich habe die Axt gemacht, ich kam noch nicht dazu den Speer zu machen. Den werde ich dann ein anderes Mal wieder privat machen oder vielleicht, wenn heute nicht zu schwere Gegner kommen, werde ich den Speer auspacken. Ich habe ganz viele Bosse gemacht, ich habe die Welten nochmal ein bisschen gemacht, man kann eben in der Wüste... Also mal kurz in der Kuriers-Wüste, wenn man hier auf die oberste Stage geht, kann man den Doppelboss nochmal, der Boss, der da die zwei Typen rumstehen. Wenn man den einmal die Beine weghaut, kann man unterdessen wirklich mit den Skills einen One-Hit machen. Also nicht einen One-Hit in dem Sinn, sondern die gehen K.O. und die stehen nicht mehr auf. Du schützt die Kiste, ne? Du bist so. Für ein anderes Mal vielleicht, wenn ich privat spiele. Die Bosse. Der hat auch Doppelleben. Bash hier mal durch. Wenn ich mein Tempo erhöhe, bash ich gerade weiter. Das ist voll geil. Ja, deswegen spiele ich jetzt storybedingt Dual Blade. Und ja. Mal gucken, wie weit ich komme damit. Ich dachte eigentlich, wie ich mache jetzt eine Pause, bis Abyss of the Shrine Maiden kommt. Ja, hier sind starke Gegner. Ich habe unterdessen sogar schon im... Hier unten, in der Akropolis bin ich trainieren gegangen. Das ist eine Untergrundbasis mit... Da wurde auch mir vorgewarnt wegen den High-Level-Monstern. Ich komme hier nicht zum letzten Kartenabschnitt. Ich will eigentlich hier hoch. Muss ich da über das Ödland reinkommen? Ich guck mal kurz auf den schwebenden Garten, was ist. Ich glaube aber nicht, dass im schwebenden Garten eine Station ist. Ah, die Kabelsalate mal. Schau aus. Der voll ist. Klar ist der voll. Nö. Okay, da ist tatsächlich ein Labyrinth drin im Weg. Ich hasse das mit den Labyrinthen. Es ist so eine Katastrophe. Ich werde wahrscheinlich oben zentral rauskommen. Oh. Ah. Ich war hier sogar vorhin zum Trainieren noch. Und ich habe mir gedacht, da oben gehe ich jetzt nicht durch, sonst komme ich wieder in die Arena. Die habe ich auch gemacht. Die geben schön viel Epe, die sind geil.
Also die Beschwörer, nicht die Missionare. Die Beschwörer geben viele EP, das ist gut mit dem. Den zweiten Weg hoch. Den Boss da unten habe ich auch gemacht. Das ist ein Level 96er Golem, der ist abartig. Der da hinten. Der große. Der droppt in seiner Kiste irgendeine Waffe, die ich nicht brauche. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo ich einen besseren Speer bekomme. Ich habe einen Boss gefunden, der einen Speer droppt, aber der war kacke im Vergleich zu dem, den ich normal im Shop kriege. Der hat irgendwie einen 60er Angriff plus nochmal 3 Stärke oder so. Also total lame. Mit Stufe 3. Und dann habe ich nicht probiert, was Stufe 4 und 5 bringen, weil ich glaube, die kommen nicht mehr viel höher. Ich habe die Nebenquests noch erledigt. Alle Nebenquests sind gemacht jetzt in. Nicht im unfertigen Pfad, auf der anderen Map auf jeden Fall. Die, die noch offen waren. In der Festung. Die habe ich alle erledigt. Hab viele Sammelquests halt gezwungenermaßen erledigt, wenn man da Monster klatscht, das kommt halt. Genau, hier war ich nicht. Schwebende Arena Gradine. Und das ist die letzte Arena, die wir machen können. Ich würde sagen, wir gucken das mal an. Astro kriege das dann an. Wenn auch du noch unsere Macht strebst, musst du eine Prüfung bestehen. Klar. Klar bin ich dabei, bei der Prüfung dabei. Fangen wir an. Deine Weise, dich durch Stärke und Entschlossenheit würdig, diese Prüfung zu bestehen und die Macht der Blaudrachen auszuüben. Wähle den Schwierigkeiten. Nochmal. Ich mach nicht schwer. Ich mach noch nicht schwer. Jetzt mal gucken, was für ein Monster da steht. Wahrscheinlich so ein blöder Golem. So, ja, ich habe 10 Millionen Leben. Ah, cool, ein Monarchentyp. Also dasselbe Design wie der Monarch. So, guck mir mal, ob ich mit Dual Blade mehr Damage reindrücken kann, schneller. Ich habe hier meine Skillung schön aufgebaut, schon auf Heilung. Sternenstreich ist auch irgendein Posi-Buff, den ich habe. Ich muss mir meine erste Mana-Push geben. Schneller Schritt für Tempo. Und das hier ist einfach ziemlich Damage machen. Doppelzirkel ist halt der Range, weil wenn der aufsteht, kann ich es kurz zeigen dann. Das ist meine Instant-Aufladung, genau. Schnellskill kann ich unbegrenzt, Schildstoff. Doppelzirkel ist halt ein Sprint-Ding. Der springt auf den Gegner zu damit. Deswegen fand ich den so wichtig. Ich könnte eigentlich Springen rausnehmen, wenn ich das kann. Das muss ich mal gucken. Ich glaube nicht, dass das geht. Zweifache Enthüllung ist halt eine lahme Version vom Doppelzirkel. Eigentlich, weil der. Nicht vom Doppelzirkel, vom Spannungsangriff. Das ist der Spannungsangriff, das ist der Doppelzirkel. Macht genau dasselbe, nur spiel weniger. Shit. Ah Mann, das ist mega die Range, die das Ding hat. Der Zyklon ist mega assi. Okay, Sprengungsangriff natürlich super rein. Das ist halt alles Low Damage. Also, Schaden, Moment. Weg von seinem Wutimpuls und heilen. Okay, der hat nicht so viel Overrange. Wenn der Zyklon kommt, muss ich wieder weg rückwärts. Halt. So. Ich bin wieder voll. Ich habe mich voll geheilt. Genau. Das mit den neuen Skills, das habe ich jetzt auch gefunden. Ich zeige euch das gleich mal. Ich habe mich ja letztes Mal gefragt, ich habe einen Skill, wo kann ich den angucken? Ich finde den nicht. Ich mache jetzt nochmal kurz die Schwierige zum Testen, ob ich es kann. Ich erkenne einen stärkeren Schwertkämpfer. Yay.
Das ist die Küste, was kriege ich? Saphirwindumstein. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ja, auf jeden Fall hier. Die hier. Die sind basic dabei anscheinend jetzt. Weil die haben wir freigeschaltet. Auch hier der EP plus 10%. Deswegen bin ich jetzt endlich mal nicht hinten dran. Also nicht so extrem. Ich habe vorhin sogar Asna und Liefer eingeholt. Ausrüstung wollte ich gucken. Wir haben vorhin. Die würden Angriff nochmal stark erhöhen. Aber ich verzichte dafür auf 1000 Leben. 1100. Klar. Why not? Wenn auch du nach unserem Marsch, musst du eine Prüfung annehmen. Klar bin ich dabei, dann aber wählt den Schwierigkeitsgrad. Trainieren ist auch interessant, da kann ich wahrscheinlich ohne, dass ich sterben kann, einfach so lange wie ich will. Wäre natürlich noch interessant. Da fangen wir an. Okay. So, der wird jetzt schwieriger. Da gleich viel Leben wie mir. Aber wir haben noch 400 Leben mehr bekommen, jetzt wegen meinem Plus. War gut. Ich muss aber nochmal gucken, was Sternstreich genau macht, wieso ich das nochmal gewollt habe. Weil ich habe irgendwie, ich wollte das. Zack. Und Schutzschild. Schildüberzug. Kostenloses Schild. Wieso nicht? Oh mein Gott, das Ding hat Overrange bei dem. Das war der falsche Angriff, ich wollte den hier machen. Jawohl. Und ich weiß, dass wenn er schwach ist, er sich hauen müsste, aber ich wollte jetzt einfach wirklich meine AP auffüllen. Beides müsste ich dann machen, wenn er eben pariert oder K.O. ist. Ah, das ist der Vorteil von der zweifachen Enthüllung. Das sprintet auf ihn zu, das macht er beim Spannungsstoff nicht. Nämlich. Autsch, okay, das ist wirklich viel schwer. Ja, ich sehe, ich glaube, ich sollte auf zweifache Enthüllung umsteigen. Wobei, ich muss gucken, wie viel Damage die beiden machen. Der macht etwa 2400, okay, das ist gut. Warten wir kurz. Ist das eine Frage? Ah, komm mal, ich hab gesagt, also ich hab ihm gesagt, AP aufladen und nicht auf den Gegner zusprinten. Ich werde dann einfach mega overranged. Das ist mega unfair, aber ich glaube, ich krieg's hin. Nein. Oh mein Gott. Ganz knapp. Der hat unendliche AP, das habe ich jetzt gecheckt. Ganze 500 AP, Call dafür. Mein Sitzkissen. Als immer so schnell platt gedrückt ist, voll scheiße.
So. Müssen wir dann abgelaufen? Nee. Ah, die Elfenliedboxen reflektiert. Das ist da hinten. Das kommt von der Elfenliedbox. Entweder von den Elfenliedboxen oder von der Wii U Dings. Ich erkenne deine Stärke an, Schwertkämpfer. Yeah. Neue Truhe. Ich frage, ob wir jedes Mal eine Truhe kriegen, wenn wir den besiegen, oder nur das erste Mal. Und ob das dann random Stufung hat. Vielleicht wieder Angriff. Da verliere ich wieder viele Angriffe dafür. Ist mir einfach nicht wert. Nein. Wir bleiben beim Antiker. Okay. Hast du jetzt einen Teil von heute schon erledigt? Und der andere war... Nein. Genau. Wir gucken jetzt einfach, was passiert, wenn ich den besiege. Weil ich will wissen, ob es da weitergeht. Ich weiß nur nicht, ob ich Dual Blading fahren soll für den Boss. Wieso nicht? Weil ich habe mir überlegt, ob ich, ja, das kennen wir ja schon alle, ob ich auf dem Speer spielen soll. Ich möchte diese Welt retten, ich werde dafür kämpfen, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. In der Tat, wenn alle zusammenarbeiten, zeigt meine Berechnung, dass dieser Kampf ein Klacks wird. Das kennen wir doch alles schon. Ich bin mir 100% sicher, dass wir das schon kennen. Haltung annehmen, Leute. Wir gehen zurück nach Enkrad. Eben, das kennen wir alles schon. Ich überspringe das mal, glaube ich. Mein Team. Da ist Taya. Tia. Tia? Da ist Tia. Oh nein, ist alles in Ordnung mit dir? Vielleicht ist sie bewusstlos. Vielleicht hat Medusa in diesen Zustand versetzt, ist eine Art Schutz gegen das, was kommt. Also ist es eine Art Statuseffekt, dann lass uns einen Weg finden, ihn aufzuheben. Dann sollte es uns erlauben, Tia sicher vom Zerstörungsmodul zu trennen. Mina. Seid ihr bereit? Ihr wisst nicht, was hier passieren wird, aber ich weiß, dass ich mich auf alle verlassen kann. Ja, woo, party hard. Demo. Als Team haben wir schon viel Schlimmeres überwunden. Wir stehen gemeinsam im Abgrund. Wir werden ihn überwinden. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich weiß nicht mehr genau, was er da gesagt hat, aber ich glaube... Das können wir schon. Wenn nicht, habe ich das letzte Mal eh nochmal vorgelesen. So. Aber ich habe die finale Revolution gegen die Kugeln, die kommen. Reinklatschen. Komm, wir probieren die mal aus. So, alle zusammen. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, was mit dem Tausch ist, aber ich mache ihn ab und zu. Okay, ich muss meine finale Revolution. Ich hab die. Nein, hier bleibt sie drin. In diesem Moveset bin ich. Wobei ich brauche nicht immer einen Rundum-Angriff. Der ist viel zu situativ, denke ich. Kann man nicht angreifen. Hätte ja sein können, dass wir die so ausschalten können. Ja, ich muss nachher kurz meine finale Revolution raus. Ich mach's jetzt, bevor die nächste Stufe vom Boss kommt. Gegen den Sprungangriff in zweifache Enthüllung. Weil ich den Sprintangriff effektiver nutzen kann, dann kann ich dashen und wieder rein, wenn ich ab. Los! Wir haben die schon fast tot jetzt. Voll geil. Bundesklinge reicht natürlich ein Plus ohne Ende. Jetzt hätte ich Level 350, mit der geht's irgendwie am einfachsten.
Vielleicht sagen die dann irgendwie sowas, ich habe ein Déjà-vu, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was kommt. Ich habe es wirklich noch nicht an. Oh, hey. Circa Dome ist voll die Rave-Party. Egal. Drama. Tia! Und die fährt das Stufe 2 auf mit ihren Lanzen. Ich glaube, ich habe es geskippt. Weil wir kennen wirklich das Finale schon. Aber wenn das bringt was zum Leveln und sonst nichts, dann würde ich das machen. Ich muss es jetzt wirklich angucken. Das kennen wir eigentlich auch schon alles. Ah, hier kann ich nicht mehr skippen. Okay. Diese Burg wird zur Erde stürzt und der Herrscher wird vom Thron gestürzt, der Himmel entflammt in Folgeverheerung. Das kennen wir ja schon. Endlich wird der Schlussstrich gezogen, also kehrt zurück zur Reinheit und Leere. Das lassen wir nicht zu. Warum? Warum steht mir im Weg? Warum auch mein Dunst? Alles lernen, ne? Das stimmt. Doch, das kennen wir schon. Ich hasse es, hasse es, hasse es. Alles muss brennen. Los geht's. Ich muss hier dashen. Ah, hier kommt jetzt die finale Revolution. Ich muss ein bisschen aufpassen, trotz allem. So, ich habe 50 gezahlt, um für kurze Zeit Skillspam zu machen. Ich finde das mega cool, der Bonus. Ja, ja. Und alle dashen rein. So, jetzt habe ich keine AP mehr. Ich habe kurz geguckt, ich habe tatsächlich keine AP-Gift, also das ist wirklich was anderes. Was ich auch reingemacht habe, wieder bei allen, ist nach Airlines unten, dass man sich heilen soll, weil teilweise verrecken die mir zu oft. Deswegen habe ich das reingenommen, dass wenn ich sehe, die sind Low-Life da drüben, kann ich ihnen sagen, los, heilt euch. Heilt euch nicht, heilt euch. Ja, das wird nicht lange passieren, hör mal. Okay, ich muss jetzt mal angesehen. Es ist schon viel einfacher als auch schon. Sie sagt immer, du befreit. Enkel, wenn ich fallen jetzt nicht. Doch, das kann mir alles schon. We save the world. Oh, Pina, voll süß. Ich habe übrigens nachgeguckt, noch nebenbei mal. Der allererste Teil Fallout 2 war Hollow Fragment, nicht Hollow Realization. Und Hollow Fragment gibt's für den 20 auf dem PS Plus. PSN, nicht PS Plus. PS Plus wäre es gratis meistens. Irgendein Spiel ist ein PS Plus, das ich mir noch holen wollte. Je nachdem. Irgendeins war gratis dabei, aber ich weiß nicht mehr welches. Ja, das Drama kennen wir schon. Wohin geht sie? Das war wundervoll, Premiere. Ich glaube, deine Worte haben sie. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon als. Ich frage mich gerade, ob die Al-Charakter-Models angepasst hätten, wenn ich jedem ein Schild und so mitgegeben hätte. Auch viel ja so ein Behindi-Speer oder so. Ob dann das wirklich hier alles akkurat anzeigen würde. Dann hätten wir so ein Team aus nur diesem weißen Anzug da hinten, außer mir. Aus dem Ordinal Scale. Ich finde das Ende trotzdem noch schön. Ach, wenn er verdammt das Arschloch war, aber. Das kennen wir ja alles. Das Picknick. Wenigstens hier drin haben sie noch ihren OG-Skin. So, das letzte Bild.
Credits können wir überspringen. Ja, ich wusste nicht, dass ich schaffte. Das kennen wir jetzt wirklich schon. Okay, ich habe jetzt einfach die Quest hier, damit hätte ich eigentlich schon alles gemacht, was ich ausprobieren wollte. Ah, für das habe ich jetzt nochmal eine halbe Stunde gebraucht. Verdammt. Nicht mal meine Skills bleiben. Nein, ich habe den schon so gelevelt. Fuck. Ich muss die Skillpalette wieder neu umrufen. Da habe ich es alles umsonst gemacht. Zwei Fallen Enthüllung. Mach ich das nochmal kurz. Das Krisen-Crescendo weiß ich immer noch nicht, ob das sinnvoll ist. Ah, es bleibt jetzt einfach hier drin. Das ist der letzte Skill, den ich aktivieren will, immer noch. Das ist mein Heilzirkel. Den lasse ich mal hier. Weil das ist das, das ist die Flamme da. Das heißt, diese grüne Flamme, die wir im Healer hatten, wird durch diesen Skill eigentlich perfekt ersetzt, weil es ein Gebiet erschafft, das Leute heilt. Alright. Mein Max SSV ist übrigens viel höher geworden. Und ich weiß immer noch nicht, wieso genau, aber ich lasse das mal. Ich weiß es wirklich nicht. Wie lange geht denn die? Eine halbe Stunde brauche ich für mein Essen. Ich mache noch nichts. Ich weiß nur meine. Ich mache das Küchen, also das Küchen, die Kleinen, die brauchen eine halbe Stunde im Ofen. Müsste ich vielleicht rechtzeitig reinmachen. Gucken wir mal kurz hier hinten. Da habe ich Quests zum Abgeben. So. Dafür Items zum Einlagern. Was ich auch bekommen habe, ich habe es unterdessen geschafft, tatsächlich ganz kurz hier drüben. Zwei Paradies-Tickets. Weil ich es geschafft habe, den Boss, der darum gurkt. Zeig dir mal kurz. Dieses komische blau leuchtende Vieh. Wenn ich mit der Keule oder unterdessen, weil die Level so hoch sind, über 300, oder halt mit dem Dual Blade oder mit einem Single Blade, wenn das Level 1000 ist, viele Möglichkeiten. Genau diesen Labyrinth habe ich getrainiert gehabt. Da gibt es Missionen, da kommen 13 Monster, die waren mega schwer. Ich habe sie einmal voll verkackt, weil ich zu wenig Zeit hatte. Einmal war sie ganz knapp. Ich brauche meine HP ähnlich, weil ich jetzt nicht kämpfe, sondern weil wir Nebengeschichten machen ab sofort. Aber damit man dir ein bisschen die Zeit füllen. Hier, den hier. Den kriege ich kaputt. Oh. Kriegen wir den jetzt noch kaputt? Ich mach das kurz. Vor allem mit dem Dual Blade kriege ich den kaputt locker. Ich hau mal kurz meine Skillung rein, trotz allem jetzt scheiß auf meine AP. So, alle werden schneller. Hier müssen wir weg, weil er mich anvisiert. Okay, mit dem Dual Blade ist es wirklich viel zu einfach teilweise, das Spiel. Ich weiß jetzt, wieso man sagt, Dual Blade spielen. Aber das Problem dabei ist, ich bin... Es hieß, jemand hat mir gesagt, Chaintrix haben mir gesagt, glaube ich, Chaintrix. Ich bin mega schlecht im Namen. Es tut mir mega leid, wenn du das siehst und mein Name ist kacke. Also ich habe den Namen kacke. Ich glaube, es war schon. Chaintrix? Ich will nicht richtig. Deswegen bleibe ich mal bei Chaintrix, das klingt für mich ein Logischen. Entweder Dual Blade oder Katana. Und ich bin kein Fan von Katana. Es hat zwar eine lustige Kombi drin mit diesem ich dash dich weg und spring dir nach, um dich zu betäuben. Aber ansonsten ist es für mich komplett sinnloses Ding. Übrigens geht es mit keiner Waffe so einfach wie mit dem Dual Blade. Echt mit dem Dolch schon gar nicht, mit der Keule, mit dem Katana und so habe ich mehr Probleme. Ah, hiermit geht's voll einfach. So, das war's. Hier haben wir das dritte Paradies-Ticket bekommen und der gibt mir, glaube ich, eine Sichel. An den Dolch, genau, von hier habe ich die Dolche. Und der Dolch gegen ihn bringt einfach einen feuchten.
Und das ist erst noch den ich verkaufen werde, weil ich den Wundenrufer Level 5 habe. Das ist die upgedatete Version. Das zeige ich auch noch ganz kurz. Ich wäre beim Speer. Der letzte Waffendings vom Dual Blade wieder. Und Knüppel. Nicht Keule, Knüppel. So. Ab zur Marktstraße. Und ich gehe mir ganz kurz mein Essen reinpfeifen, Mann. Geht halt eine halbe Stunde. Also bis gleich. Ich wollte jetzt gerade nach vorne gehen und sie machen, da kam meine Mama und sie so, ja, hör mal, die brauchen eine halbe Stunde, also ich mach's mal. So, ja, ich wollte jetzt gerade nach vorne kommen und sie auch machen. Jetzt hab ich schon drin. Muss ich nicht mal selber laufen. So. Also. Verwandeln. Hier komme ich dann halt höher. Aber das Problem ist, hier fehlen mir Schalentierkiefer. Sonst hätte ich eine Schnitteraxt und die könnte ich noch weiter updaten, wenn ich den Murmelstein habe. Und ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, von wo ich den habe, aber ich habe es 43. Und hier auch alles halt so hoch, wie es geht, abgedatet. Ich habe halt den Basic-Speer jetzt mal geplust, weil das bringt halt sonst... Also sonst warte ich noch Ewigkeiten, Speer finde. Die gehen auch alle in Ordnung. Da, die Axt kann ein Update vertragen. Die gibt 10.000 Leben, ich liebe die Axt. Aber nur wegen dem LP-Bus. Und sie ist halt stark, aber ich finde im Allgemeinen bin ich kein Fan von Axt. Aber sie ist halt okay. Shinra, Durchdringer, Sturmbö kann ich updaten. Die habe ich noch gar nicht angeguckt, weil ich habe die erst letztens geholt. Jetzt noch vorhin geholt vor der Aufnahme. Ich will da ein Tita jetzt rein. Ah, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt fehlt alles andere. So. Ciao. Ich verkauf mal. So, dann habe ich die Übersicht, welche ich doppelt habe. Hier Sturmbö. Geht Sturmbö? Ich habe gerade Sturmbö abgedatet, ne? Ich habe gerade Sturmbö geplust. Schlau. Deswegen verkauft man den Scheiß immer. So, das kann alles weg. Gibt halt mega wenig Geld, aber ist okay. Deswegen gehe ich normalerweise zuerst verkaufen, bevor ich plusse. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich blende mich mal aus und wir machen Nebenquests ein bisschen. Und dann gibt es irgendwann noch eine Pause dazwischen oder ich mache dann weiter mit Abyss of the Shrine Maiden. Muss ich mir halt holen und dann werde ich kapitelweise mit Pausen dazwischen spielen. Also, legen wir los. Ich komme nicht mal an die Tafel ran, ohne dass es triggert. Na gut. Na gut, und was jetzt? Ein Solo-Trip ins freie Gelände ist ab und zu auch ganz nett. Dieses Gefühl. Folgt mir jemand? Hallo, Kirito! Es gibt keinen Zweifel, ich werde verfolgt. Damit ist wohl jemand auf die harte Tour, hä? Hä? Sie rennen, um aufzuholen. Ich warte einfach hinter der nächsten Ecke und... Wer bist du? Hast du mich erschreckt? Bleib doch nicht einfach nur plötzlich stehen. Was? Bist du das, Rain? Lange nicht gesehen, Kirito. Oh, cool. Rain ist Zara-Überlebende, die wir von Alu kennen, Dr. Rainbows Schwester, die seit ihrer Kindheit von ihr getrennt ist. Sie griff ein und konnte Dr. Rainbow aufhalten, bevor dies ein großes Unglück verursacht hatte. Das war die Story von Lost Song, nämlich noch. Voll cool. Obwohl die beiden immer noch voneinander getrennt leben, stehen sie sich jetzt näher als je zuvor. Ich bin hier derjenige, der erschrocken ist. Du bist also zu Sao gekommen, wie? Ja, das ist eine lange Geschichte. Mein Leben hielt mich auf Trab, daher hatte ich nicht viel Zeit, in Alu einzutauchen. Rainbow hat mir ständig Nachrichten geschickt, dass ich mich einloggen soll. Sie muss wohl ohne dich einsam gewesen sein. Ich wollte mich so oft einloggen wie möglich, aber jedes Mal hatte sie plötzlich keine Zeit zu spielen. Ist das zu glauben? Und letztendlich haben wir uns so gut wie nie gesehen. Doch dann schickte mir Rainbow einen heiteren Himmel einen Code für den Beta-Test. Sie sagte, ich muss Sao einfach ausprobieren. Sie wollte bestimmt, dass du das Spiel erlebst, bei dessen Entwicklung sie geholfen hat. Ja, das meine ich auch. Naja, ich wäre eine schlechte große Schwester, wenn ich ihre Bitte abschlagen würde, hä? Ich verstehe.
Das erklärt endlich nicht, warum du mir nachgeschlichen bist. Gut, das hast du in Alu auch getan, aber... Nun, ich hatte mich eingeloggt, ohne jemandem etwas zu sagen. Ich war nicht sicher, wie ich dich ansprechen sollte. Ach, tatsächlich. Bist du gemein? Warum sollte ich lügen? Welchen Grund sollte ich sonst haben? Nun, zum Beispiel die Spannung einer Jagd. Der Wunsch, mich zu Tode zu erschrecken. Das hat vermutlich auch eine kleine Rolle gespielt. Pff, egal, wie findest du diesen Ort? Ich kann es kaum glauben, das ist hier genau wie Sau. Also ich wusste ja, dass sie die Daten übertragen haben. Aber es ist etwas anderes, als in echt zu sehen. Aber beim Anblick der Gesichter der anderen Spieler entspannte ich mich. So sieht keiner aus, der in einem Todesspiel gefangen ist. Ja, kein Grund zur Sorge. Wir sind alle zum Vergnügen hier. Ich mache mir mehr Sorgen darum, ob ich zu den anderen aufholen kann oder nicht. Keine Angst, ich begleite dich beim Hochleveln und dem Material sammeln. Wie auch immer, bei deinem Talent und deinen Fähigkeiten wirst du ihn nur aufgeholt haben. Ich konnte mich selbst von deiner wahren Stärke damals in Alu überzeugen. Ah, hör auf, du erwartest viel zu viel. Ich bin gerade erst eine Stunde eingeloggt. Aber aufholen möchte ich schon. Immerhin habe ich es endlich geschafft, überhaupt einzutauchen. Du sagtest, dein Leben hielt dich auf Trab. Meinst du das Leben als Star im Rampenlicht? Kann man so sagen. Seit kurzem steigt die Anzahl meiner Fans rasant an. Und ich habe auch viel mehr Konzerte gegeben. Wenn du ein Autogramm willst, wäre das jetzt die Gelegenheit. Das machen wir, wenn wir uns das nächste Mal persönlich treffen. Aber siehst schon mal, je berühmter du wirst, desto weniger Zeit wie jetzt haben wir. Keine Sorge, ich starte jetzt einfach die Aktion Dein Lieblingssänger, jetzt im VR. Dann können wir zusammen abhängen. Okay. Klingt gut, ich glaube, es wird das Video bei vielen Leuten gut ankommen. Also eigentlich dasselbe, was Rain schon gemacht hat. Nicht Rain, 7. Nicht schlecht für eine spontane Idee, was? Ich werde versuchen, mir etwas auszudenken. Aber jetzt will ich erstmal in seiner ganzen Pracht genießen. Immerhin wurde ich von Rainbow eingeladen. Auf jeden Fall, ich bin auch dabei, das wird bestimmt lustig. Prima, ich kann es kaum erwarten. Kann ich jetzt Rain mit ins Team nehmen? Rains Schwerter. Die neu hinzugekommene Rain führt immer zwei Schwerter, auch wenn ihre Ex-Skills geändert werden. Du kannst Rain keine Schilde schenken, aber du kannst ihr Einhänder für ihre linke Hand geben. Cool. Einfach so, jetzt habe ich einfach Rain in der Freundesliste zusätzlich. Bitte sag dir es nicht, unten rein zu dir. Jawohl. Ich kann jetzt kaum erwarten, die Spiele auszukosten, aber zuerst muss ich alle treffen. Die ist natürlich Low Level. Und Dual Blade. Die würden natürlich extrem viel Damage machen. Dann könnte ich fast schon auf Asna verzichten, aber das möchte ich nicht. Nee, ja, Rain soll das selber machen. Rain ist alt genug, die kann sich selbst trainieren. So einfach ist das. Dann triff dich allein mit Strea, frag nach Yukis Test. Machen wir das mal. Ich fange jetzt einfach von oben an. Strea ist Stadt der Anfänge Markstraße, die ist also irgendwo hier. Strea da. Ja, ich muss eigentlich nicht mal auf die Eventliste gucken. Ich kann rumlaufen und gucken, wer Sterne oder Musiknoten hat für Quests. Wäre einfacher. Hey Strea. Gutes Timing. Ich habe mir gedacht, ich veranstalte eine kleine Party. Hilfst du mir bei den Vorbereitungen? Was für eine Party? Eine Art Glückwunsch, du hast den Test bestanden, Party. Oh, natürlich, Yuki und der Rest von uns sind endlich den Fängen des Lernens entkommen. Toll, ich wollte das alles allein vorbereiten, aber mir ist die Zeit davon gelaufen. Keine Sorge, ich helfe gerne. Sorgen wir dafür, dass es eine Party wird, die wir nie vergessen. Du bist der Hammer, danke. Pa, ich bin so satt. Überrasch mich nicht, Liz und die anderen haben dich vollgestopft. Wie konnten sie annehmen, dass du dich zurückhältst? Vielleicht sollten sie lernen, wie man sich etwas zurückhält. Ich weiß, man kann im Full Dive nicht zunehmen, aber ich habe das Gefühl, 5 Kilo zugenommen zu haben. Das war wohl die beste Party aller Zeiten. Wir sollten noch eine feiern, wenn die Noten verkündet werden. Ich glaube, bis dann gehe ich auf Diät. Du denkst aber, dass du gut abgeschnitten hast, oder? Natürlich, wie könnte es anders sein, mit Asuna-Sensei als persönlichem Tutor? Ach was, Yuki, du hast die Arbeit geleistet. Du hast den Test geschrieben, die Note ist auch deine. Ich war nur deshalb stark genug, um weiterzumachen, weil du und Strea mich motiviert habt. Moment mal, ich auch? Na klar, du hast auf mich aufgepasst. Du hast für Pausen gesorgt und mich zum Lachen gebracht, wenn ich es brauchte. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Missy. Hier sah einfach alles so aus, als müssten sie mal lächeln. Und ich bringe andere gern zum Lächeln. Auf jeden Fall hat es sehr geholfen. Sehr. Immer gerne. Danke, Asla, dass du an meiner Seite geblieben bist und mir geholfen hast, alles zu verstehen. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Yuki, das... Du hast mir so beim Lernen geholfen, nicht nur für die Prüfung, auch fürs Leben. Darum konnte ich das tun. Und naja, ich hab dir etwas gemacht. Du hast was? Nein, hör auf Screenshots zu machen. Achso, hier. Ein Blumenarrangement, wie schön. Wir sind schließlich immer noch der Kado Club. Du hast hart für mich gearbeitet. Ich wollte dir etwas schenken, denn du hast uns gezeigt, wie dankbar ich bin. Ich hoffe, das genügt. Für mich? Mhm. Yuki, ich freue mich ja so. Vielen lieben Dank. Danke, Asna. Hurra, es gefällt dir. Das ist wundervoll, Leute. Ist das nicht süß, Asna?
Es ist perfekt. Wirklich, das freut mich. Dann war es jede Sekunde der Arbeit wert. Wir hatten so viele Fehlversuche. Unsere Arrangements wurden immer zu diesen chaotischen Explosionsdingern. Hey, red mir nicht darüber. Das ist der Schnee von gestern. Dieses hier nicht. Das hat funktioniert. Hehe. Okay. Moment, das war's. Dieser Moment war... Der war's. Er war jugendlich. Schulisch. Da könntest du recht haben. Ich wusste es. Ich mag diese jugendlichen Momente. Da wird mir immer ganz warm ins Herz. Es sind diese Momente, von denen ich hoffe, dass sie für immer bleiben. Oh, wir haben erst angefangen. Wir bleiben für immer jung. Oh. Okay, jetzt dreht nochmal eine Quest. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich die Nebenquests einfach nur für YouTube mache, denke ich. Also, wenn ihr jetzt auf Twitch zuguckt noch irgendwie oder auf Zuckerpuppe Live, dann könnt ihr auf dem Kanal rüberwechseln. Und dann werden zwischendurch zwei, drei Nebenstories kommen, bevor es dann weitergeht mit Abyss of the Shrine Maiden. Aber zuerst natürlich geht es dann hier auf Twitch weiter. Also für YouTube, ihr habt nächste Folge oder gleich im Anschluss nochmal zwei, drei Stories. Für die auf Twitch oder Zuckerpuppe Live geht es dann in der Beschreibung auf Puppe mit Zucker weiter. Ich bedanke mich bei allen Seiten fürs Zuschauen, hoffe euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.